Ein gutes Finale, sagt Jürgen Klopp. Dieser Meinung sind wir auch und wollen darüber sprechen mit Alexander Fritsch aus unserer Sportredaktion, dessen Stimme Sie gerade schon gehört haben, der jetzt bei uns im Studio ist. Fangen wir an mit dem FC Sevilla. Für die Spanier ist es also die dritte Finalteilnahme in der Europa League nacheinander. Warum spielt die Mannschaft ausgerechnet in dem Wettbewerb so stark? Offenbar können die Pokal. Also Sevilla ist in Spanien nur einmal Meister geworden, 1946 schon, das ist lange her, aber hat fünfmal den spanischen Pokal gewonnen und steht auch in diesem Jahr nicht nur im Endspiel der Europa League, sondern auch wieder im Endspiel des spanischen Pokals gegen Barcelona. Sevilla ist außerdem offenbar ein Spezialist für Titelverteidigung. Also die Europa League haben sie schon mal gewonnen 2006 und 2007, dann 2014 und 2015 und könnten sie jetzt ein drittes Mal gewinnen. Das wäre ein historischer Triumph, das hat vorher noch nie ein Club geschafft. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, die spielen so ein bisschen das, was man dreckigen Fußball nennt. Ein bisschen so wie Atletico Madrid. Also viel reklamieren, viel Schauspielerei, viel provozieren, viele kleine versteckte Fouls. Jürgen Klopp hat damals mit Dortmund schon mal gegen Sevilla gespielt und hat dann hinterher fuchsteufelswild gesagt, so wie die spielen, das ist extrem peinlich. Und jetzt hat er sie wieder am Hals. Das heißt, Champions League ist nicht Sevillas Ding, weil es da eine Gruppenphase gibt und keine K.O.-System. Ganz genau. Gut, dann kommen wir noch mal zu Jürgen Klopp. Da muss man ja fragen, als Trainer von Liverpool, wie wichtig ist er jetzt für Liverpools Erfolg und für die Finalteilnahme? Auf den ersten Blick womöglich nicht so wichtig. Also als er im Oktober vergangenen Jahres gekommen ist, nach Liverpool waren die Zehnter. Die Saison haben sie beendet als Achter. Da könnte man sagen, ja, hat sich das nun gelohnt für die zwei Tabellenplätze. Tatsächlich hat sich das unglaublich gelohnt. Liverpool hat mit Klopp zwei Endspiele in einer Saison erreicht. Nicht nur jetzt das Europa-League-Finale, sondern auch das Endspiel im englischen Liga-Cup. Haben sie knapp verloren gegen Manchester. Aber vor allen Dingen ist, wie die Engländer sagen, dieser Spirit zurück in Liverpool. Der Geist, die Mentalität, also der Glaube auch der Fans, die sind da ganz besonders wichtig, dass die Mannschaft auch aus aussichtslosen Situationen herauskommt. Bestes Beispiel, das Europa-League-Halbfinale gegen Dortmund. Ein legendäres 4:3. Und das ist etwas, was Liverpool hofft, wieder an die alten Erfolge der alten Liverpooler Mannschaften anknüpfen zu lassen. Dann noch kurz der Tipp für nachher. Zwei gleichwertige Mannschaften. Liverpool, die haben länger nichts gewonnen und die wollen das einen Tick mehr. Das wird den Unterschied machen. Alexander Fritsch, vielen Dank.